Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Hier im Hintergrund seht ihr eine Baustelle. Das liegt nämlich daran, dass wir das Studio gerade momentan umbauen und auch ein neues On-Air-Design ab der nächsten Ausgabe haben werden. Und bei diesem ganzen Prozess des Ausmisten und rumgucken, was wir nicht mehr brauchen, ist wirklich sehr viel Müll angefallen. Und dann dachten wir uns, machen wir mal eine Sendung darüber und nennen sie Abfälle und Verwertung. Es soll in dieser Folge darum gehen, wie man wirklich Müll vermeiden kann und wie vor allem die Stadt Münster damit umgeht in Sachen wie Mülltrennung und Müllvermeidung. Und den Anfang macht unsere Umfrage wieder, in der es darum geht, wie Münsteraner Müll trennen, aber auch Müll vermeiden. Also ich glaube, Mülltrennung ist dafür da, dass eben die Produkte, die man, also die, den Müll, den man trennt, dass der besser recycelt werden kann. Ja, die Umwelt schon. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Dass man einige Dinge recyceln kann und andere, genau, vielleicht auf den Kompost, bei mir, Biomüll, Wiederverwertung. Damit es gut entsorgt ist, damit es nicht in der Umwelt landet, dass es halt überall hinkommt, wo es hin muss. Papier kommt in den blauen Mülleimer oder in den Papiersack, den wir zu Hause haben. Dann der gelbe Sack, da kommen ja Verpackungen rein und Folien und alles, dann Restmüll. Ja, ich fange jetzt mit Bio an. Bio, da kommt das ganze biologische Zeug, also so Früchte, Schalen, keine Ahnung, sowas halt rein. Und Restmüll kommt im Grunde alles rein, was ich sonst nicht einsortieren kann. Ja, Biomüll kommt in braun, Bio halt. Im gelben Sack kommt Plastik, meine ich, alles so dazu und halt ja, so Restmüll habe ich halt sowas wie Shampooflaschen oder sowas eine Art, das kommt da glaube ich rein. Dann gibt es ja jetzt die neue Wertstofftonne, da können glaube ich auch Töpfe rein. In dem braunen kommt Bioabfälle oder Abfälle wie Gartenabfall und auch Küchenabfall, Restmülltonne die graue, kommt der Restmüll rein und in die blaue das Papier. Ja, Verpackung in den Geschäften lassen, keine Plastiktüten mitnehmen in den Geschäften, Stofftaschen benutzen. Nicht direkt, nein. Also jetzt nicht aktiv. Also ich gebe mir auch schon immer Mühe, von wegen, dass ich eben keine Plastiktüten nehme und sowas. Oder auch versuche, wenn ich jetzt zum Beispiel Essen mitnehme, dass ich das in der Dose statt in der Tüte oder so mitnehme. Aber immer geht das auch nicht. Also da könnte ich noch mehr machen. Also ich würde mich zum Beispiel jetzt bei Obst und Gemüse eher für die Sachen entscheiden, genau, die nicht nochmal extra verpackt sind. Ja. Obwohl ich mich manchmal dann auch ärgere, dass die Bio-Sachen, zum Beispiel Bio-Kiwis, dann nochmal extra irgendwie verpackt sind. Dann ist man irgendwie so hin und her gerissen, ob man jetzt Bio oder unverpackt kaufen soll. Ich müsste mir darauf achten, aber im Endeffekt mache ich es eigentlich nicht. Also wenn ich halt, ich achte jetzt im Laden nicht drauf eigentlich, ob da viel oder wenig Verpackung ist. Ich nehme eigentlich das, was am günstigsten ist, aber was mir halt eigentlich am besten entspricht, muss ich schon sagen. Ja, klar. Also allein, bei sowas habe ich immer diese Bilder im Kopf von, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber es gibt ja so Inseln, wo dann der ganze Müll gelagert wird, wo die Leute auf dem Müll leben, in so Müllstätten und alles. Und das will ich hier nicht. Und deswegen sollte man da schon darauf achten, dass man recht wenig Müll produziert. Kann man nur hoffen, aber ich finde trotzdem ist noch sehr erschreckend, dass so in vielen Städten immer noch gar kein Müll getrennt wird, so wo man sich so denkt, okay, es sollte eigentlich jetzt schon selbstverständlich sein. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Sollte auch werden. Wir haben jetzt auch dieses neue Plastiktütengesetz, sag ich mal, wo die Plastiktüten soll ja reduziert werden. Finde ich auch gut, denn sowas kann man zum Beispiel auf jeden Fall einsparen. Und ich denke mal, auf Dauer muss das auch eingespart werden bei dem Müll, das wir eigentlich produzieren. Ich finde, in Deutschland gehört das schon, also im Öffentlichen jetzt vielleicht noch nicht, aber so zu Hause schon relativ zum Alltag dazu. Und ich merke das immer, wenn ich in anderen Ländern bin und frage, ja, in welchen Müll kommt das? Und dann kommt nur so, ja, in Müll. Also von wegen, als gäbe es da nur einen. Und deshalb ist das also hier, glaube ich, schon mehr im Alltag als woanders. Eine Welt mit weniger Müll wäre eine bessere Welt. Mittlerweile gibt es viele Leute, die versuchen, Müll zu reduzieren oder generell ganz Müll zu vermeiden. Und wie das aussieht, das seht ihr in folgendem Porträt. Egal was wir tun, ob beim Einkaufen, im Bad oder in der Uni, jeden Tag produzieren wir unfassbare Mengen an Müll. Im Jahr sind es durchschnittlich ganze 617 Kilogramm Abfall pro Kopf. Schier unmöglich scheint es daher, ein Leben ohne Müll zu führen. Bea Johnson hat das geschafft. Seit 2008 lebt sie mit ihrer Familie müllfrei. Am Donnerstag, dem 9. Juni, hat die in Amerika lebende Französin
in der Uni Münster einen Vortrag über ihren Zero-Waste-Lifestyle gehalten. Wir haben sie danach zum Interview getroffen. Hi Bea, we just heard your wonderful talk about your Zero-Waste-Life. And when I got you on stage, you said it's not a zero-waste concept, it's a zero-waste love. What does that mean? Well, when we talk about a concept, it's as if it's something that's an ideology, something that's not really doable. For us, zero-waste was never a challenge or a project. From the beginning, it was a lifestyle. What would you say is the hardest part of living zero-waste? The hardest part of the zero waste lifestyle is to find a system that works for you. Mm-hmm. So when I started, I got a little bit too excited about homemaking. So I started making my own bread, my own soy milk, my own cheese, until I realized that it was not sustainable for our household of four, especially with two full-time jobs, to do these things in the long run. And again, because for us, it was a zero waste lifestyle, not a project, we had to find alternatives that we could see doing for the long run. So that's when we let go of those extremes. Instead of making our own bread, for example, we started bringing our cloth back to the bakery. Instead of making our own cheese, bringing a jar. So it's about finding a system that works for you. That's probably the hardest. A very impressive quote from your talk was, buying is voting. Could you explain that for us? Yeah, I think it's probably the most important part of my talk, and I say it at the end, but yeah, buying is voting, because every time we buy, we have the power to support a sustainable practice or a non-sustainable one. So every time we buy, we have the power to say this is okay or this is not okay. So if we buy packaging, we're literally creating a future filled with packaging. So when we buy in bulk or secondhand, we support those systems, and it's a way for us to invest in a more sustainable future. Bea, it is always lovely to see your bright eyes when you talk about your zero-waste lifestyle. For those who missed Bea today, they will have a second chance in Münster. You will speak at the TEDx Münster conference in 2016. Are you excited already? Of course I am. I'm excited to come back to Münster, and I hope I'll have more time to even do a little bit of tourism. Im September könnt ihr Bea Johnson nochmals live bei den TEDx Talks in Münster sehen. Und vielleicht hat schon bis dahin der ein oder andere seine Müllproduktion zwar nicht komplett auf Null runtergeschraubt, aber immerhin ein wenig reduziert. Als ich vor einigen Monaten umgezogen bin und mein Zimmer ausgemistet hat, habe ich erst gemerkt, wie viel Müll bei so einem Umzug anfallen kann. Ich habe das Zeug genommen, ins Auto geschmissen und dann bin ich zum Recyclinghof gefahren. Aber ich kann euch sagen, auf so einem Recyclinghof gibt es so viele Tonnen und so viele Container und man hat keine Ahnung, wo man das Zeug reinschmeißen soll. Zum Glück arbeiten da sehr kompetente Fachkräfte und im folgenden Beitrag seht ihr, wie das tägliche Geschäft auf einem Münsteraner Recyclinghof aussieht. Ich stehe heute auf dem Recyclinghof der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster-Wolbeck. Jeder von uns produziert Müll, doch viele wissen gar nicht, wo der eigentlich hinkommt. Die Fachkräfte für Kreislauf und Abfallwirtschaft sind Experten auf dem Gebiet und die Arbeit schaue ich mir heute mal an. Guten Tag. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ja, gerne. Wir kriegen jetzt erstmal eine Warnweste und Handschuhe, damit sie auch gekannt werden. Und ja, bitteschön. Jetzt bin ich komplett ausgestattet, jetzt kann es losgehen. Mats Gabas ist Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Auf unserem Rundgang über dem Wertstoffhof zeigt er mir die erste Station. Am Schadstoffmobil können Bürger ihre Problemabfälle abgeben. Batterien, Farben und Lacke werden in speziell geprüfte Kunststofffässer und Metallbehälter gefüllt. Sobald das erste Gefäß drin ist, kommen Aufkleber darauf, damit wir auch wissen, was drin ist. Und falls mal was passieren sollte, die Feuerwehr auch weiß, was da für Gefahren hintersteckt. Wird das dann hinterher irgendwie nochmal kontrolliert? Also wenn hier mal ein unbeschrifteter Kanister ankommt oder sowas, dann machen wir auch oft einen pH-Test. Mhm. Daran kann man dann erkennen, ob es eine Lorge oder eine Säure ist. Vorher erklärt er mir die nötigen Schutzmaßnahmen für die Arbeit. Mit Schutzbrillen, Handschuhen und Atemmasken schützen sich die Mitarbeiter. Auch für Notfälle sind sie vorbereitet. Also dann nehmen wir hier die Augenspülflasche. Da ist Kochsalzlösung drin, mussten wir aber zum Glück noch nicht benutzen. Damit das auch so bleibt, statte ich mich mit einer Schutzbrille aus. Dabei ist es wichtig, eine neue, saubere zu benutzen. Zurück am Heck des Schadstoffmobils wird dann der pH-Test durchgeführt. Hier ist was unbeschriftet.
Hier. PH-Papier. Reicht so ein kleiner Streifen? Ja. Ja. Das ändert die Farbe nicht. Was bedeutet das dann? Nee, neutral, grün bis rot, wenn eine blau wird, und bis orange-gelb ist eine Säure. Die Ergebnisse der pH-Untersuchung müssen nach der Auswertung notiert werden. Das dient der Dokumentation für das Unternehmen und der Sicherheit während des Transports. Doch was ist das Besondere, was Mats Gabers jeden Tag wieder neu begeistert? Der Umgang mit den Kunden, der macht Spaß. Und auch hier, das ist auch immer eine kleine Herausforderung, wo jetzt was hinkommt, richtig zu deklarieren. In der dreijährigen Ausbildung durchläuft er verschiedene Stationen. Zu seiner Arbeit gehören die Touren mit dem Schadstoffmobil, die Beratung der Bürger und die Bedienung der Maschinen. Also einfach auf den grünen Knopf und dann startet die Presse. Die Presse schiebt das jetzt alles zusammen und komprimiert das, damit noch mehr reingeht. Jetzt stehen wir hier vorm Restabfall. Da steht kostenpflichtig dran. Ist es bei allen Sachen so? Alles, was so auch in die Mülltonne passt, ist Restabfall. Mhm. Das ist gebührenpflichtig. Am besten, Sie sollten es fragen. Und dann gucken wir und sagen dann, was sie bezahlen müssen, ob sie bezahlen müssen und wie viel dann auch. Die Münsteraner können auch Papier, Grünabfälle, Altreifen und Hartplastik abgeben. Möbelholz muss unbehandelt sein und beim Elektroschrott wird auf die richtige Unterteilung geachtet. Altkleider sind ein besonderer Fall. Kleidung und Schuhe gehen zu einer Spezialfirma. Die sortieren das dann auch mal nach tragbaren Sachen und nicht tragbar. Aus den nicht tragbaren Sachen machen die dann meistens alte Putzlappen. Mhm. Und ja, das Tragbare wird weiterverkauft und kommt dann einem guten Zweck zugute. Am Ende unseres Rundgangs wartet noch eine ganz besondere Station am Ausgang. Unsere umgebaute Telefonzelle, die Wechselstube. Ja. Die Leute Sachen, die sie noch gut finden, reinstellen. Ja. Aber das, was sie auch selber gut finden, auch wieder mitnehmen. Also ein kleiner Schritt, um Abfall zu vermeiden. Für den einen oder anderen vielleicht unappetitlich, aber für das Leben in Großstädten essentiell ist der Abtransport unserer Fäkalien durch die Kanalisation. Und natürlich auch der anderen Abwässer, die so anfallen. Und wie das funktioniert, zeigt euch unsere folgende Animation. Münster ist im Ausnahmezustand. Ein riesiges, reptilartiges Monster ist plötzlich aufgetaucht und tötet und zerstört jeden und alles, was ihm vor die Pranken kommt. Nichts und niemand ist sicher, Panik bricht aus und alle Versuche, das Monster zu bekämpfen, schlagen fehl. Wie konnte es nur dazu kommen? Nun, jedes Kind weiß doch, dass man keine Babykrokodile die Toilette hinunterspülen darf. Nur Benny hatte offenbar keine Ahnung und nun ist Münster dem Untergang geweiht. Aber jetzt mal im Ernst, was passiert eigentlich mit dem ganzen Kram, den wir tagtäglich durch die Toilette abwärts schicken? Zur Illustration bleiben wir aus ästhetischen Gründen hier doch einfach mal beim Beispiel des Babykrokodils. Also, zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Abwasser nicht gleich Abwasser ist. Generell unterscheidet man zwischen durch Gebrauch verunreinigtem Wasser, Niederschlagswasser und sogenanntem Fremdwasser. Das durch Gebrauch verunreinigte Wasser beinhaltet gering verschmutztes Wasser, das im Waschbecken, Badewannen oder Waschmaschinen anfällt, wobei in diese Klasse eben auch Urin- oder fäkalienhaltige Abwässer aus Toiletten fallen. Niederschlagswasser mag harmlos und unbedenklich klingen, allerdings muss man bedenken, dass so ein Regentropfen natürlich all die Abgase, den Staub und Ruß aus der Atmosphäre bindet und daher stark verunreinigt sein kann. Außerdem landen Niederschläge natürlich auch auf landwirtschaftlichen Flächen und kommen dort mit bösen Schadstoffen in Verbindung, bevor sie abfließen. Die dritte Kategorie, Fremdwasser, schließt alles an unbedenklichem Wasser ein, das prinzipiell nichts in den entsprechenden Abwassersystemen zu suchen hat, aber zum Beispiel durch Drainagesysteme oder durch versickertes Grundwasser hineingelangt. Zusätzlich gibt es natürlich noch industrielle Abwässer, die gesondert betrachtet werden müssten, worauf wir an dieser Stelle aber verzichten. All diese Abwässer werden in die Kanalisation geleitet. Die Kanalisation ist ein System unterirdischer Kanäle, in dem die Abwässer gesammelt und weitertransportiert werden. Hier kann man grob in Mischsysteme und Trennsysteme unterscheiden. In Mischsystemen werden Haus-, Industrie- und Niederschlagsabwässer zusammengesammelt und abgeführt. In Trennsystemen dagegen gibt es verschiedene Kanäle für unterschiedliche Arten von Abwässern. Das ist im Bau zwar aufwendiger und teurer als Mischsysteme, erleichtert aber die spätere Behandlung der Abwässer in Kläranlagen.
In Deutschland besteht zwar noch von ihrer ursprünglichen Einführung her ein Großteil der Kanalisation aus Mischsystemen, inzwischen ist beim Neubau aber vorgeschrieben, die Abwässer zu trennen, um ihre Behandlung zu erleichtern. Die Kanäle bestehen aus Rohrleitungen, durch die der Transport mit Hilfe von Pumpen oder auch einfach durch Gefälle erfolgt. Dieses ganze Rohrleitungsgewirr führt zu Kläranlagen, in denen ganz unterschiedliche Stoffe aus dem Wasser herausgefiltert und die geklärten Abwässer wieder in den Wasserkreislauf zurückgeleitet werden. Unter normalen Umständen wäre Bennys Krokodil also in der Kläranlage herausgefischt und womöglich artgerecht im Zoo abgegeben worden. Doch trotzdem steht Münster nun kurz vor seinem Ende. Doch da geschieht es. Ein zielgenauer Schuss beendet das Wüten des Ungeheuers. Schon nach kurzer Zeit ist in Münster wieder alles normal und man fängt an, sich wieder sicher zu fühlen. Die Gefahr scheint gebannt. Scheint. Boah, es stinkt hier richtig nach Scheiße. So oder so ähnlich haben wahrscheinlich einige schon über landwirtschaftliche Flächen geflucht, wenn man mal im Sommer dran vorbeigefahren ist und das Feld mit Gülle oder mit Klärschlamm gedüngt wurde. Und bei Klärschlamm ist das Problem, dass man sich momentan sehr, sehr uneinig darüber ist, ob man Klärschlamm noch als Düngemittel auf Felder auftragen soll. Auf der einen Seite enthält Klärschlamm als Abfallprodukt aus der Klärwasseraufbereitung wirklich sehr viele Nährstoffe und auch Mineralstoffe für den Boden. Aber auf der anderen Seite weiß man leider nicht, ob zum Beispiel Hormon- oder Medikamentenrückstände durch den Boden in die Pflanze geraten. Und wir haben zum Thema Klärschlamm wirklich viele verschiedene Leute befragt, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen. Und in dem folgenden Beitrag seht ihr das Ergebnis. Bei jedem Toilettengang werden nicht nur Fäkalien, sondern auch andere Sachen hinuntergespült. Neben Toilettenpapier und unseren kosmetischen Produkten sind es vor allem Medikamente. Alle Abwässer landen früher oder später in der Kläranlage. So auch auf der Hauptkläranlage in Körde. Bei der Reinigung des Wassers entsteht das Abfallprodukt Klärschlamm. Klärschlamm ist ein Gemisch aus festen und flüssigen Bestandteilen, die während der Aufbereitung übrig geblieben sind. Bevor jedoch Klärschlamm entsteht, durchläuft das Wasser einige Reinigungsstufen. Zuerst filtern die Rechen und der sogenannte Sandfang die groben Stoffe aus dem Wasser. Henrik Ahlecke, Leiter der Kläranlage in Körde, erklärt, wie dies funktioniert. Im Anschluss an den Sandfang durchläuft das Abwasser in die sogenannte Vorklärung. Wir haben hier mehrere Vorklärbecken in Betrieb, mit denen wir das Volumen stark vergrößern, sodass die Fließgeschwindigkeit reduziert wird und die Feinpartikel, die nach dem Sandfang noch im Abwasserstrom enthalten sind, genug Zeit und Platz zum Sedimentieren haben. Nachdem die mechanische Reinigung abgeschlossen ist, erreicht das Abwasser mit dem Belebungsbecken nun die biologische Phase. In den Belebungsbecken werden die gelösten Stoffe durch Bakterien abgebaut, die wir dem Wasserstrom zugeben. Damit dieser Abbau vonstatten gehen kann, benötigen die Bakterien Sauerstoff, den wir über die Luft mit in den Belebschlamm eintragen. Der entstandene Belebungsschlamm wird anschließend in den Nachklärbecken getrennt und in die Faultürme geleitet. Das heißt, im Faulturm befinden sich nun Primär- und Belebungsschlamm. In ca. 20 Tagen und unter Ausschluss von Sauerstoff fault das Schlammgemisch aus und es entsteht Faulschlamm. Der Faulschlamm wird im nächsten Schritt konditioniert, das heißt, wir geben Kalk und Eisenchlorid dazu, um eine bessere Entwässerbarkeit zu gewährleisten. Und der Schlamm geht im Anschluss auf die sogenannten Kammerfilterpressen, wo der Schlamm letztendlich entwässert wird, bis auf einen Trockenrückstand von 43%. Und somit kann der Schlamm vom Spediteur abgeholt werden und in die Landwirtschaft zurückgeführt werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm ist sehr umstritten, da es nicht eindeutig ist, welche Stoffe über dem Boden die Pflanzen erreichen. Jens Haberkamp, Professor an der Fachhochschule Münster, weiß genau, welche Risiken Klärschlamm hat. Im Klärschlamm reichern sich Substanzen an, die im Zuge der Abwasserbehandlung aus dem Abwasser entfernt werden, also in die Biomasse eingebunden werden. Das sind zum einen Schwermetalle, das sind zum anderen aber auch ist ein ganz breites Spektrum an organischen Substanzen. Und das können dann unter anderem eben auch Rückstände sein von Medikamenten, zum Beispiel Antibiotika-Rückstände. Das können sein Hormone oder hormonähnliche Substanzen, auch Industriechemikalien. Die Verwendung von Klärschlamm birgt einige Risiken und deswegen steht dieser unter strenger Kontrolle. Herr Eping, Landwirt aus Münster, erzählt von seinen Erfahrungen und den Problemen mit der Klärschlammdüngung.
Das ist nicht mehr einfach so, man drauf, weg damit oder was, sondern es wird alles dokumentiert und festgehalten. Und es ist auch durch die Untersuchungsmethoden heute sehr leicht und sehr schnell und einfach feststellbar, was ist wo ausgebracht worden. Und gerade das Lebensmittel, was wir produzieren als Bauern, wird ja vom Verbraucher heute sehr kritisch gesehen. Und ich sehe also irgendwie da wo ein Aus für das Ausbringen von Klärschlämmen auf deutschen Äcker. Zukünftig wird Klärschlamm wohl fast aus der landwirtschaftlichen Nutzung verschwinden. Unterstützend dafür ist auch ein Änderungsvorschlag des Bundesumweltministeriums. Dieser Vorschlag sieht vor, dass Klärschlamm aus Kläranlagen mit mehr als 10.000 angeschlossenen Einwohnern für die landwirtschaftliche Nutzung zu verbieten. Stärker soll die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm eine zentrale Rolle in den nächsten Jahren spielen. Da laufen derzeit eine ganze Reihe von Forschungsvorhaben und Entwicklungsvorhaben, wo Verfahren entwickelt werden, aus Klärschlamm, Verbrennungsasche zum Beispiel, diesen Phosphor zu eluieren. Die sind momentan aber wirtschaftlich noch nicht darstellbar. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, weiß ich wirklich viel mehr über Abfälle und Verwertung. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen und natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Das war's mal wieder von dieser Sendung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.